Jo, ich mache mich jetzt auf den Weg, weil ich nicht den kleinen, also Niki nicht verhungern lassen möchte. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg nach Brutto. Und jetzt schaue ich mal, weil einige Discounter oder nur ein, ich weiß jetzt nicht, wer das, das habe ich heute irgendwie in den Nachrichten gehört, im Halbschlaf, wollen die Preise von den Lebensmitteln auf den Normalpreis, den man bezahlen müsste. Dass so ein Glas Würstchen ja nicht nur 1,79 kostet, ja, so ein kleines Glas Würstchen, was man so in eine Suppe reinschnibbelt, das soll jetzt Normalpreis-Kategorie bekommen und dann wäre das bei 9 Euro oder was, habe ich da auch vorhin ein Bild gesehen bei Facebook, aber Facebook, ja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Da gibt es auch so Scherzseiten, aber ich möchte mich jetzt davon selbst überzeugen. So, und das werde ich jetzt mal schauen, ob das hier in unserem Brutto ebenso ist, weil dann drehe ich auf den Absatz rum und dann gibt es heute Abend Pommesbude. Pommesbude ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also Pommes Auto, Pommes Wagen, ja, der hält ja bei uns direkt hier vor der Tür. Dann brauche ich nur aus der Tür fallen und habe schon Kürbis, Pommes, Spezial und wie auch immer. Oder ich muss halt das verwerten, was ich nach dem Froster im Kühlschrank habe. Aber das lasse ich mir jetzt mal nicht entgehen. Das schaue ich mir jetzt an. Bis gleich dann also. Haltet die Ohren steif. So, ich stehe jetzt hier bei Brutto vor der Tür. Und jetzt schaue ich mir das mal an. Vorher zeige ich euch was anderes. Und das wird jeden Bauarbeiter, Handwerker faszinieren, Leute. Super. So, also das ist jetzt hier so ein Einkaufswagenport. Ja, Shopping Car Port, ne? Und müsst ihr euch das mal anschauen. Faszinierend, ne? Also nur eine Schraube anstatt drei und dann natürlich gleich auch ein Gullydeckel. Das bringt's. Das ist absolut korrekt. So soll's sein. Bob, der Baumeister, war mal wieder unterwegs. Ich bin begeistert.
Mozzarella. Angebot. Schweine, Schinken, Braten. Kann man auch schöne Schnitzel draus zaubern. Ja, das passt leicht raus. Nehme ich mal mit. Machst du auch nichts verkehrt. Also so wie ich sehe, hat sich hier am Preis nichts getan. Keine Mayonnaise da. Aha. Ich brauche doch immer Mayonnaise. Für Pommes Spezial. Ist immer wichtig. Immer schön, immer lecker und immer wichtig. Wenn man schnelles Essen zubereitet. Pommes geht immer. So, immer ganz wichtig, Katzenleckerlis. Ja, wundert euch nicht, wenn ich Hundefutter kaufe für die Katzen. Nur ich sehe da keinen Unterschied. Schmeckt auch immer gleich. Hygienespray, das brauche ich. Fettlöser, auch mal nicht verkehrt. So, Hygieneabteilung. Oh. Die Hygieneabteilung. Ja, hier wird alles so gerade abgebaut. Weil Netto bekommt einen neuen
Anstrich, einen Umbau. Und wollte ich mal hier gucken nach so einem spezielles Shampoo. Pure Carbon, also reine Kohle. Nee, mit Kohle nicht. Mit leichter Nachfärbung müsste ich mein Bart halt auch einschamponieren. Also ein Shampoo, was dann so nach und nach das Haupthaar immer weiter dunkler färbt. So praktisch wieder in die alte Richtung. Ich meine, ich bin mit Dingens, wie heißt das, mit Ehre und mit, ja, alt geworden, kann man so sagen, aber nee, haben wir hier nicht. L'Oreal, L'Oreal, nee, keine Chance. Ach, dieses F.A. F.A. war auch immer gut. Oriental, Mental, Dusche, Meeres, oh, Meeresliebe, Creme, Oil, Kakao, Oriental Moments, Kick-Off, da bist du von Fitiralla, Mundspülung, ach du lieber Gott. So. Man Energy, mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, Men's Energy. Nee, finde ich nichts. Was haben wir denn in den Ölkisten? Nichts Besonderes. Unterhosen. Was haben wir hier Schönes? Auch nichts. Das wären ja schöne Hausschlappen für die Kleine. Damenhausballerina 39. Ich weiß gar nicht, was für eine Schuhgröße die hat. Also müssen wir halt wieder aufpassen und lassen. Und bei hier was um die Ecke. Pfannen. Ui. Und ein Daddy-Täschchen. Und hier doch so ein Daddy-Täschchen. Ach so, jetzt hatte ich die. Kosten die denn jetzt? Batterien? Knopfzellen 3,99. Ich nehme die mal mit. Vielleicht klappt ja dann meine Fernbedienung besser, dass ich nicht mal so doof da reingucken muss in der Kamera, weil das immer schnell Batterie alle ist. Aber ich habe mal so eine Batterie geladen. Ist zwar eine schwierige Sache und ihr müsst dabei bleiben, ist gefährlich. Ja, dann habe ich mir so eine AAA-Batterie genommen oder AA. Ja, keine Ahnung, warum das die Buchstaben zu bedeuten hat. Die habe ich dann da zwischengesteckt und so eine Knopfzelle. Da muss man natürlich gucken, wo Plus und Minus ist. Sagt mir Leute, ich habe da so eine Körperpersonenwaage, so eine Knopfzelle mitgeladen mit diesem System. Das Ding, warte mal, ich bin eingezogen, da ging die Batterie aus. Also Leute, 20 Jahre lang. Ja, 20 Jahre lang ist die Batterie jetzt noch aktuell und beziehungsweise läuft noch. Und jedes Mal, wenn ich mich draufstelle, zur Waage wiegen, Körperperson, Volumen gucken, da ist ganz schön echt. Das stimmt also. So, hier war was im Angebot. So, 8 Euro eine Palette Tomaten geschält, gedrommelt und passiert. Aber passiert ist nichts. Hier sind auch junge Erbsen, Prinzessbohnen. Ne, die jungen Erbsen, die waren noch im Angebot. Irgendwo so eine Sorte. Da, so, ach Gott, das sind da nur so ganz kleine Döskes hier. Mein Gott, nee, das ist ja gar nichts. Was? Edamame, grüne Sojabohnen. Oh, Gott im Himmel. Aber was ich jetzt mitnehme, ist Mais. Mais, ja, Mais. Da ist schon mal so was. Sonnenmais. Boah, das ist auch teurer geworden. Da kann ich mich auch einen schönen Salat von machen.
natürlich Mais und Bucket Beans, Kidney, da. Und Kidney Beans. Da könnt ihr euch einen ganz schnellen, super leckeren Salat von zaubern. Marmelade. Haben wir da irgendwas Gutes, Günstiges? Opo Martine und das gibt dir Wasser. 3,99 Kilo. Ja, ihr müsst auch mal auf den Kilopreis achten. Nusspiel ist auch mal. Ne, also ist auch immer sehr lecker. Ach, nach Blümli. Pflaumenmus. Johannisbeeren. Und tschüss, meiner. Liebe Johannisbeeren. Oh, ist das lecker. Ist das gut. Ja, aber hier mit dem Fleisch, das ist auch nicht verkehrt. Das ist das ein Kassler. Was kostet denn so ein Monster hier? Da ist Prager Schinken. Prager Schinken. Der war letztes Mal ein bisschen viel fettig. Aber der war lecker. Habe ich da noch ein Stück? Boah, fällt sobald hier 5,99 Kilo, 13, ja, naja. Ach, jetzt habe ich schon wieder die leeren Limo-Kästen vergessen. Wasserkästen. Ich wollte doch Wasser haben. So. Bacardi Tropical. Nom 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 nom. Ich habe ja von Bacardi. Da. Die Fledermaus habe ich hier auf meine Brust, oder? Nee, da. Wohin jetzt bin ich? Nee, hier. Da. Entschuldigung, jetzt war ich aber selbst verwirrt. Hand. Lassen da ihren Müll einfach da liegen. Furchtbar, wenn die irgendwie zu faul sind, ihre eigenen Taschen mit nach Hause zu schleppen. Warte mal, gestern hat Niki was gesagt, von wegen Gummibärches. Jummibärches. Haben wir was im Angebot? Nö, aber hier so ein. Ne, das sieht ich voll nicht. Hier. So. Die will ich. Die kann ich gut gebrauchen. Mein Gummi ist das die bessere. Die sind etwas fester. Fester im Biss. Was machen die? Die machen die. Vegan. Vor allen Dingen muss da vegan draufstehen. Das ist so wichtig. Vegan ist so ziemlich das Highlight überhaupt. Da steht dann immer vegan drauf. Am allerbesten ist ja immer, wenn da auf Senftuben draufsteht, vegan. Da steht dann da vegan drauf und schmeckt. Und dann steht da noch daneben so ein Aufdruck. Schmeckt besonders gut bei Fleisch und Wurst. Ja, toll. Kann man auch dann gut gebrauchen. Boah, ey, das ist alles so teurer geworden. Ja, okay, 10 Cent jetzt hier. Geht aber noch. Ich nehme mal hier 2-3 Tafeln Schokolade mit. Wie viel Gramm haben die? Oder haben die auch schon drauf Verarschung? Steht hier nirgendwo was drauf. Was soll das denn jetzt? Wenn die jetzt so verstecken, dann 100 Gramm Tafeln. Ich hoffe, das stimmt. Weil die verarschen einen, wo du dabei bist. Da muss man echt aufpassen.
So, ich habe hier irgendwas Leckeres gesehen. Ja, ich bin kein Alkoholiker, aber hier ist nicht lecker. Nicht unbedingt, aber das war so ein... Das sieht auch gut aus. Hübsche Farbe. Da war so ein Likör und ab und zu so ein Likörchen schadet nicht. Muss man ja nicht in rauen Mengen konsumieren. Ne, hier ist es nicht. Haben sie denn nicht? Sonderregal. Was ist das denn jetzt hier? Ey, dafür koche ich aber lieber selber. Linsensuppe. Nur weil ein bisschen Wurst reingeschossen wurde. Ja, hier, das nehme ich noch mal mit. Ja, so ein Kartoffelpü. Weil wenn er mal so irgendwas macht untereinander und da ist zu viel Milch rangekommen, also man muss ja stampfen und ein bisschen Milch und Butter und Sahne, je nachdem, muss man ja so ein bisschen Pulver haben, dann, wenn er zu flüssig geworden ist, kann man das damit ein bisschen binden oder einfach mal in eine Erbsensuppe rein, dann habt ihr das schön sämig. Dann wird das schön sämig lecker. So, habe ich hier irgendwas mit Fischgeschmack? Kartoffelsalat habe ich, glaube ich, noch. Ich könnte heute auch so einen Salat, so einen Salatteller machen. Auch mal nicht schlecht. Was habe ich denn hier für Salatdressing? Ne, das ist mir zu teuer. Da habe ich noch zu Hause was. Manches ist einfach zu teuer. Aua. Kann ich nicht leiden. Hauchfeiner Genuss. Siltitter. Ja, die war mal 9 Cent. Hat sie auch schon fast verdoppelt. Haben wir hier ein... Oh Gott. Haben wir hier ein Mittelstück. Ich habe am liebsten so die Mittel. Alte Gouda. Ne. Da. Auch nicht. Wow, was ist das denn hier? Mittelstück. Nee, kein Mittelstück dabei. Und warum nehme ich gerne das Mittelstück? Weil da schon mal oben die ganze Kruste, die ich ja nicht mit esse, schon mal wegfällt. Ja. Das ist doch für mich so, keine Ahnung, wenn sie nur Mittelstücke hätten, wäre die Welt einfacher. Ja, du musst so viel Scheiß mitkaufen, den du gar nicht haben möchtest. So, ich habe noch so ein Salatdressing da. Also brauche ich jetzt gar nicht kaufen. Das ist übrigens ein Material, was unwahrscheinlich lange hält. Oh, Öl, das ist günstiger geworden. Oh, Öl. Ich nehme mal mit, ich bunker das. Könnte ja mal Corona kommen. Ach nee, guck, wer da kommt. Schaut einmal. Also Überweisung mit der Straßenbahn ist oben geklappt. Ist auch nicht besser. Guten Tag heißt das. Ich würde hier fragen, ob da noch irgendwas von der Stadt rauskriegt oder. Ich mach mal kurz Pause. Eine normale Hausfrau kennt doch draußen. Ein Streifen Speck. Nimm und den doch um im Bündchenboden herumwickelt. Chefkoch riecht sich auch, finde ich wieder gut. Geil. Ja, es geht um Thema
Speckböhnchen, fertige einfachste Hausmannskost. Ja, das ein. Ja, dann Hauptsache man verkauft das teuer. Für die Leute, die gar keine Lust mehr haben zum irgendwas tun. So, ich werde jetzt hier, weil es hier bei dem Angebot Speck Cotto Stella. Cottostelle. Ja, die bauen hier das Netto um. Also werden die Regale immer weniger gefüllt. Dann sollen sie das alles für einen halben Kurs machen. Dann komme ich mit Einkaufswagen. Dann miete ich mir einen LKW. Dann kaufe ich erstmal richtig ein. Das wäre doch was. Gehacktes Bällchen haben sie auch dann nicht. Gabanossi. Da nehme ich mal mit. Die mache ich gerne für Sauerkraut. Nein. Bin ich schon wieder hier am Regal. Volumen-Shampoo. Ach, das kommt, das nehmen wir auch noch mal mit. Das brauchen wir auch sowieso immer. So, ich bin eigentlich so fast fertig. Ich habe mal wieder die leeren Wasserkästen vergessen. Ach, Kaffeepads. Ne, die sind mir zu dürr. Oder? Was kosten die hier? Auch nicht viel besser, ne? Mal nichts im Angebot. Ah, oh, was habe ich denn da? Das sind die. Ah, oh, ich muss gucken, was ist das? Das ist Espressi. So. Dann habe ich jetzt drei Pakete wieder. Gucke ich damit einen Monat aus oder was? Oder drei Wochen. Ui. Was ist das denn? Ist das Playmobil. Von Playmobil? Ja, okay. Aber lizenziert. Und was kostet der? Hm? Was hat der für einen Kurs? Warum? 30 Euro. Du, der von Lego. Ja, ich wundere mich, ich frage mich jetzt nur, 30 Euro ist natürlich ein Kurs, ne? Du, ist natürlich eine Zahl. Der T1er, ja? Den ich von Lego gerne haben möchte, ja, kostet das Zehnfache. Der kostet 300. 300? 300, der. Ach du lieber Gott. Ja. Ja, wenn man alles sammelt, was VW-Bus ist, ne? Dann kannst du aber viel sammeln, du. Kommt ja alle Nasen lang was Neues. Bei Aldi mit Kekse drin. Alles wirklich schön kompliziert machen. Mit diesen Spezialauflistungen hier. Komm, das total ist. Toll! Was hast du jetzt da? 7 Kilo? Da. Für 3 Tage. So ungefähr. Boah, gucken die an, der Mann mit den bunten Haaren. Was der an Süßkram braucht, du. Jedes Paar 14 Euro. Aber die habt ihr ja in der Türkei eingekauft und die haben alle so kleine Füße. Also ist das wieder
für mich uninteressant, nach Schuhe hier zu gucken. Hast du alle Farben durchgeguckt? Oder ist das alles eine Farbe? Ist alles eine Farbe, was mir aber da... Edition 2. Was ist Edition 1? Ja, das wird wahrscheinlich dann das Design sein. Der eine ist vielleicht ein Hippie-Bus, guck mal alle durch. Vielleicht ist da noch eine andere. Hast du alle durch? Ja, da kann nämlich dann vielleicht noch eine andere stylisch sein oder Typ sein. Hier kommen jetzt auch. Was kosten die hier? Ja, dann vergleich mal hier den Preis. Das sind 175er Tüten. Vielleicht sind die da besser und günstiger. Ja, die sind zwar günstiger, aber was mit 10 Tüten auf und dann. Ja, hier sind vielleicht auch mal neue Sorten mit bei, ne? Oi, schon wieder der VW-Bus. Mein Gott, überall der VW-Bus mit dabei. Ja, vielleicht sind ja auch mal andere. Ja, hier. Ach, da hast du. Ach so. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen. Das habe ich irgendwo. Das sind Tüten dafür unterwegs. Ja. Das kann die Kleine aber auch besser so. Ja, das schmilzt aber auch im Auto. Da hat halt auch alles, naja, verlaufen. Ein Block. Nur noch einen ganzen Block. Ja, solche Dinger sind auch immer ganz gut, können wir am Kühlschrank montieren. Noch ein bisschen mehr. Nö, ist klar, alles Rotscher in Kambodscha. Wir machen das schon. Was habe ich denn jetzt hier? Eiswürfel, so große Eiswürfel. Ja, das ist auch mal was Interessantes. Pfefferstreuer, Salz, Hase, pass auf. Nur das Holzbrett, ein Stück Holz. Ja, du machst Kamera aus, dass man an der Kasse gehen kann. Gut, dann bin ich erstmal hier raus, erstmal weg und bis später. So, wir sind jetzt mit dem Einkaufen fertig. Ich brauche jetzt nur noch den Einkaufswagen wieder in der Reihe stellen. Weißt du, was das ist? Guck dich das mal an. Der Mann mit den bunten Haaren, der nervt hier wieder. Ey, meine Brille fällt gleich runter, du Knoje. Der ist sauber. Ich hab das vorhin poliert. Jetzt ist er die Lampe. Ach, mein Gott, die Kamera am Machen, die am Tun. So, das ist ein Banausen. Guck mal da. Mit Unterschrift, damit er weiß, wo er wohnt. Da, Ska. Fertigen, ne? Da kannst du nichts mehr drauf sagen. Nochmal rein. Ich darf nochmal rein. Weil er kaputt ist oder was? Ja, dann muss das dann da wieder festschrauben. Ja, etwas fester. Achso, geht aber. Ist in Ordnung, ist heile. Jo, dann bin ich jetzt mal von hier außer weg. Außer wenn ich das in der Hand hatte und damit fertig bin, ist es nicht mehr heile. Dann ist das kaputt. Da hast du wohl auch. Ja, jetzt ist aber gut. Jetzt. Das kitzelt so am Bart, unter der Nase. Na, du Gandhi. So, jetzt aber. Cheerio, Miss Sophie. Ja, jetzt nochmal zum Thema Preiserhöhung. Und zwar ist das, nennt sich das Warenpreis. Zum Warenpreis. Oder wahrer Preis. Und damit meine ich dieses hier. Zum Discounter verkauft Würstchen zum wahren Preis. Klima, ja, Wasser, ja. Boden, keine Ahnung. Gesundheit, nur weiß nicht, ob die Würstchen gesund sind. Gefunden bei hier und heute. Also, ist schon komisch, ne? Naja, aber das ist im Thema gerade bei meinem Einkauf, ja. Gesehen habe ich es nicht. Ich weiß nicht, ob das nur ein Versuch sein soll. Ich müsste das mal in aller Ruhe schön durchlesen. Wenn ich denn Zeit finde, ja, dann schauen wir mal. Ja, gut.
Bis später dann. Tschüssi, Glück auf.